Runde River Stars Horse Racing in der Desktop Edition. Ich versuche ja immer noch das perfekte Fohlen zu züchten. Im letzten Video hat das so gar nicht funktioniert. Mal schauen, ob ich heute mehr Glück habe. Im letzten Video hatte ich ja noch meine Stute gedeckt. Und zwar hier mit Elbow Express, mit meinem Hengst. Und ja, schauen wir, welches Fohlen dabei herauskommt. Oder herausgekommen ist. Ich bin ganz gespannt. Na, was für eine Farbe hast du? Schon wieder das Gleiche. Also, das Fohlen hatte ich doch eben schon. Zumindest Level 3. Ich wollte ja gerne ein Level 3 Fohlen, aber die gleiche Farbe wie eben. Also irgendwas oder zumindest ähnlich. Ein bisschen heller, glaube ich. Und um die Augen ist dieses Fohlen so ganz dunkel. Das ist eigentlich ganz hübsch hier, ne? Ich mache mal ein Foto. Aber es ist immer noch nicht das, was ich eigentlich haben wollte. Und gut, es ist ein Stufe 3 Fohlen. Das habe ich geschafft. Das wollte ich ja gerne haben. Allerdings mit 44, 44, 44. Also, das sind überhaupt keine guten Werte. So ein Mist. Ich krieg's irgendwie nicht hin. Also, das Fohlen werde ich nicht versorgen. Ich werde zur Stute springen. Allerdings glaube ich, genau, muss ich vorher das andere Pferd verkaufen. Und zwar hier. Mein Coffin Hurricane. Dich verkaufe ich jetzt. Und tschüss, mein Kleiner. So ein Mist. Also nicht, dass ich ihn verkauft habe, sondern dass das Foto irgendwie auch nicht so wirklich was geworden ist. Diese Farbe ist sehr dominant von der Stute. Also ich werde zur Stute überspringen. Arch Accident. Ah ja. Schauen wir uns mal die Stute an. Ja, von der Färbung ist es nicht das, was ich haben möchte. Und hier von den Werten auch nicht. Obwohl es Stufe 3 ist, aber es reicht mir nicht. Okay, ein neuer Versuch. Irgendwie klappt das hier mit meinem Hengst nicht so richtig. Ha, was mache ich? Dieser Hengst hier, der Sunrise, ist halt Stufe 2. Damit kriege ich natürlich kein Stufe 3 Pferd mit meinen zwei Stufe 2 Stuten hin. Mann. Okay, gucken wir uns mal die Hengste an, die es hier heute so gibt. Also, hier ist die gleiche Farbe. Moment. Ich hätte ja mit der Stute, glaube ich, hier ein Fuchs. Nochmal. Ich hätte ja super gerne auch einen Schecken oder sowas. Hier ist mein Elbow Express. Soll ich Elbow Express sonst mit Fairy Melody? 41, 42, 41. Aber hier sind die Werte halt besser. Deswegen hätte ich jetzt diese Studie halt genommen. Und er hat halt Level 3. Ach, das ist alles nicht so wahr. Ich probiere es jetzt nochmal mit den beiden. Da muss doch mal was rauskommen. Ach, Mann. Okay. Bevor das Fohlen geboren wird, muss ich natürlich das Pferd am besten auch gleich verkaufen. Dann ist der Platz da. Was hättest du denn hier gehabt? Mittelposition, Mittelgeläuf, 1400. Ja, das ist ganz nett, aber Tschüssi! Ich brauch dich nicht, leider. Geld kann ich immer gebrauchen.
Gut, also auf fertig klicken. Dann, was muss ich denn noch für Ziele hier erreichen, um ein Level aufzusteigen? Ah ja, das hier habe ich schon erreicht. 10.000 Meter habe ich in Rennen zurückgelegt, kann mir also die Belohnung abholen. Alles ergibt sich jetzt. Können wir noch härter trainieren? Ja, können wir. Oder auch nicht. So, ich muss noch ein Pferd auf Level 8 bringen. Das habe ich noch nicht. Und in Parsental gegen meinen Rivalen antreten und den dritten Platz oder besser erreichen. Okay, ich muss mir nochmal meine Pferde angucken, was für. Hier habe ich 6, hier habe ich 5. 5 und du bist schon 10. Ich glaube, ich muss besser ein bisschen noch leveln, bevor ich dagegen diesen Gegner antrete. Allerdings muss ich jetzt mal schauen. Ah, ich habe hier ja noch eine Pferdebox. Vielleicht züchten wir einfach nebenbei noch mal ein bisschen herum, weil es so schön ist mit meiner Fairy Melody. Und hier ist auch ein Stufe 3 Hengst. Habe ich noch einen? Du bist auch Stufe 3. Was habt ihr für Werte? 47 beschleunigt. Das ist, glaube ich, 47 ist, glaube ich, ganz gut. Also vielleicht mache ich es aber doch mit dir. Weil 2x 47 Geschwindigkeit und Sprintenergie ist nicht schlecht. Kostet auch nur 7050 und nichts anderes dazu. Mal gucken, was bei euch herauskommt. Ich züchte jetzt einfach wild durch die Gegend und schaue einfach, was für Fohlen dabei herauskommen. So, Fohlen ab. Wir können also hier das neue Fohlen schon treffen. So, was gibt's diesmal? Oh, das ist schöner. Das hat zumindest eine hübsche Blässe hier vorne. Und auch diese dunkle und so schön hell. Das ist nice. Och, aber nur Stufe 2. Warum kannst du nicht Stufe 3 sein? Warum? Warum? Mano. Ach, herrje. Ich möchte doch gerne Stufe 3. Du bist echt süß. Aber du bist nur Stufe 2. Ach. Blöd. Blöd, 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 blöd. Ich glaube, ich kriege einfach nicht das, was ich haben will. Also das vom Aussehen gefällt mir super. Ich mache mal ein Erinnerungsfoto. Aber ich will Stufe 3 haben. Stufe 2 brauche ich nicht. Ich habe zwei Stutfohlen mit, also zwei Stuten mit Stufe 2. Die Werte sind auch nicht prickelnd. Ich überspringe mal zur Stute. Countess Success. Und guck mich dich an. Du bist echt hübsch. Wobei, du siehst hier ziemlich schmutzig aus. Ja. Nee, aber von den Werten, nee. Und letztendlich ist ja mein Elbow Express ja auch schon so ähnlich, nur mit heller Mähne. Nee, du kannst gleich wieder gehen. Sehr war ich vorne. Das hätte mir gerne gefallen. Hier, die Werte. Ach, ich will ein Stufe 3 Pferd haben. Okay, again. Wie gesagt, heute wird random hier irgendwelche Pferde gezüchtet. Los, nochmal. Also ich hab dich und ich nehme meinen Hengst. Und ich versuche es nochmal. Ich versuche es nochmal. Kann doch nicht so schwierig sein.
So, hier nebenbei, meine Fairy Melody hat auch schon abgefohlt. Also gucken wir mal, was dabei rausgekommen ist. Och Gott, du bist süß. Oh mein Gott. Oh Mann, auch Stufe 2. Was ist denn das hier? Und ein Hengstfohlen. Ich habe doch schon viele Hengste. Aber du bist süß. Du bist richtig niedlich. Du siehst ein bisschen aus wie dein Vater, glaube ich. Was sagen mir denn deine Werte? Bei Stufe 2. 45, 45, 43. Das ist gar nicht schlecht. Sollte ich das Fohlen versorgen? Das ist die Frage. Auch hier ein kleines Erinnerungsfoto. Mutter und Kind. Ich gehe mal auf. Was ist das denn? Apogetic Venture. Das kann ich ja gar nicht aussprechen. Gucken wir mal. Blistering Curiosity. Courage Change. Awesome Constellation. Awesome Constellation. Das finde ich ganz nice. Aber ich glaube, so ähnlich sieht doch der Papa aus. Ich muss mir den jetzt gerade mal angucken. Da ist er. Ja, genau. Genau so sieht mein Day Sunrise aus. Ja, kann er auch nur Stufe 2 sein, ne? Mit den. Ach nee, ich habe ja dieses andere Pferd genommen. Richtig. Also das. Was habe ich denn hier? 1800 Mitte vorne? Ja, aber ach, die zwei haben mein Day Sunrise produziert. Ja, letztendlich habe ich ihn ja. Ach, ich weiß nicht, ob ich das andere Fohlen behalten soll. Oh, und meine Stute hat schon abgefohlt. Das geht ja flott hier. Dann gucken wir es uns an. Again. Wieder so ein kleiner. Drei! Yes! Drei! Und ein Stutfohlen. Yes! Zwei meiner Kategorien sind schon mal erfüllt. Mega! Sehr gut! Endlich! Und die Farbe ist hübsch. Und hier mit dieser geteilten Blässe auch mega hübsch. So, jetzt gucke ich mir noch die Werte an. 47 Geschwindigkeit, ja, okay. Sprintenergie 46, das ist nicht so berauschend. 48 Beschleunigung, das ist wiederum gut. Okay, dich behalte ich. Dich versorge ich. Enigma Elephant. Enigma Elephant. Möchtest du so heißen? Warum nicht? Ist irgendwie crazy. Okay, ich glaube, ich versorge dich tatsächlich, weil endlich habe ich das erreicht, was ich haben wollte. Ein bisschen heller hättest du sein können, aber auf jeden Fall hier Stufe 3, das ist sehr gut. Ich füttere dich mal, sodass du heranwachsen kannst. Schön. Dann habe ich nämlich einen Stutfohlen Stufe 3 und einen Heng Stufe 3 und kann dann mal weitere Stufen, höhere Stufen züchten. Das ist sehr gut. Ja, ich muss noch warten, dass ich das nächste Mal füttern kann. Ach, ja, okay. Du bist süß. Du bist auch süß, aber ich glaube, dich werde ich dann nicht behalten, weil ich habe ja den Papa schon so. Ja. Ja. Ich glaube, dich werde ich mal zum Hengst überspringen. Überspringen zu Hengst. Ja, ein bisschen dunkler als der Papa, aber ansonsten ziemlich identisch.
Das brauche ich jetzt nicht nochmal. Ein Schecke, ein richtiger Schecke wäre nice gewesen. Ah ja, hier sieht man die beiden ja nochmal nebeneinander. Da finde ich das Helle hier, diese Honigfarbe, doch ein bisschen besser. Ah, sie ist Position hinten. Das mag ich sowieso irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, ich komme mit Position hinten noch nicht wirklich klar. Okay, wird also auch verkauft und tschüssi. Supi. Gut, also ich habe auf jeden Fall ein cooles Stutfohlen dazu bekommen. Das freut mich total. Wir könnten mal in den Markt gucken, was da so abhängt. Nö. Sagt mir es auch. Boah, 21.000. Wie teuer ist denn das, bitteschön? Allerdings könnte es auch sein, dass es neue Hengste hier langsam gibt. Wo ist denn die leere Box da? Genau, hier steht nämlich auch schon neu. Das heißt, ich kann mal schauen, ob da vielleicht irgendwas Spannendes dabei ist. Central Cosmos, leider Stufe 2. Eternal Eruption. Okay. Stufe 3, aber auch wieder so. Sowas habe ich eigentlich alles schon. Nö. Also, das hier hätte mich von den Flecken hier interessiert. Aber was soll ich mit Stufe 2? Dann kriege ich ja auch nur wieder Stufe 2 Pferde. Die brauche ich eigentlich nicht. Okay. Dann, werde ich vielleicht nochmal ein Rennen rennen. Ich glaube, ich habe neue Rennen. Gucken wir doch mal durch unsere Rennen durch. Hier habe ich alle. Ah ja, hier kann ich eins freischalten. Ein 2000 Meter Rennen, Level 6 plus Pferd. Probieren wir es doch einfach mal aus. Wen habe ich zur Auswahl? Fairy Melody. Die wird nicht so wirklich gut gehandelt. Oh, mein Elbow Express läuft unter ferner Liefen hier unten rum. Okay, das ist wohl keine gute Idee. Dann werde ich wohl mit meiner Fairy Melody teilnehmen. Allerdings werde ich nicht wetten auf mich, weil das wird, glaube ich, heute nichts mit einem Sieg. Box Nummer 3. Excitement building here at Sewell Meadows. Sunlight Storm, the horse that punters favor. Fairy Melody, not in with much of a chance. Tja, keine großen Chancen haben wir anscheinend, laut den Buchmachern. Aber wer weiß, der Start war schon mal gut. Schön in die Mitte rein. Jack of Buffalo maintaining the lead. On the inside it's Fairy Melody, then Wisdom Watch. Tussling with Dynamic Deadline. Toe to toe with Luxury Blemish. Putting in a strong bid with Countess Hugh. In ninth position, on their back is Cackle Canyon. Oh, was ist mit euch los? Hallo? Sunlight Storm gathering momentum. Pushing hard in front of Fairy Melody. Cackle Canyon next. Ich habe schon zu viel Sprint verbraucht. Ich glaube nicht, dass das was wird. Die sind zu schnell. Great run from the outside by Sunlight Storm. Jack of Buffalo in third place, closely followed by Fairy Melody, followed by Luxury Blemish. 6 furlongs out and it's Sunlight Storm. Traveling underneath horses is Jack of Buffalo, putting up a challenge to Wisdom Watch. Fairy Melody feeling anxious. 2 lengths behind, it's Cackle Canyon. Wisdom Watch controlling the race. Sunlight Storm in second position. A length away, it's Jack of Buffalo. And then it's Fairy Melody. Mann, ich krieg diese Sprintenergie hier nicht. It's Wisdom Watch. Luxury Blemish beginning to make ground. Just in front of Jack of Buffalo. Fairy Melody not feeling good where it is. Wisdom Watch in first place. Jack of Buffalo in second place. 1 length behind, it's Luxury Blemish.
Fairy Melody traveling on the outside, four lengths behind, it's Countess Hugh. Wisdom's Watch, still in first place. Jack of Buffalo, jemand hinter mir? Ja, wenigstens bin ich nicht die Letzte. Aber das Feld da vorne werde ich nicht mehr erreichen. Fairy Melody. They straighten up for home and it's Wisdom's Watch. Sunlight Storm in fourth position. Four lengths away, it's Fairy Melody. Wisdom's Watch in control. Sunlight Storm, oh man, da ziehen sie an mir vorbei alle. Nein. Oh nein, 8 bin ich geworden. Von 10. Oh. Naja, gut. Ich hab mir das schon irgendwie gedacht. Okay, naja, also. Das war wohl nix. Ach, süß, wie das vorhin hier rumspringt. Schaue ich nochmal, ob irgendwie ein anderes. Das war ja hier jetzt das Rennen. Habe ich zwar. Ach, das ist dieses Rennen. Aber dafür muss ich noch etwas trainieren, wie man eben gesehen hat. Also, ja. Vielleicht nehme ich nochmal an so einem Rennen teil. Ich glaube, da bin ich schon ein bisschen besser gesetzt. 1800 Meter. 1200 fest, das passt auch. Position Mitte. Probieren wir das doch nochmal mit der Fairy Melody und wir setzen trotzdem auf Sieg. Okay, ich tue mein Bestes. Das wird jetzt spannend. Box 4 ist okay. They're ready to go at Sewell Meadows. Barrister's Biscuit, the favorite in an interesting lineup. Fairy Melody trying to surprise the field. Okay, Start war gut. Oh, so ein schöner Schecke neben mir. Nice. Mann, du sollst mich nicht abdrängen. Gemein. Just has a margin over cautious whoa, guy. Next, it's Antarctic Ambassador. Evil Vertigo leading the race. Barrister's Biscuit with a magnificent run. Putting okay, in a strong gut, dass der Sprint lädt, den brauche ich auf jeden Fall. Evil Vertigo is coming with a huge run. At the wow, hier sind voll viele Schecken. Evil Vertigo in second spot, pushing hard in front of Blank Beauty. Then Barrister's Biscuit, clashing with Fairy Melody. Blank Beauty pushing past horses. 1,000 out and it's Purple Pharaoh. Barrister's Biscuit with some inside overtaking. So going hammer and tongs with Grappling Guy. Now deeper on the track is Blank Beauty, closely followed also by ich glaub, das war ein bisschen zu positiv gedacht mit dem ersten Platz. Pharaoh leading the field. Gambling Guy with a brilliant turn of foot. Gucken wir mal, wie viel Energie die anderen Pferde am Ende noch so haben. Barrister's Biscuit out in front. Purple Pharaoh in second spot, closely followed by Gambling Guide, stride for stride with Antarctic Ambassador, just ahead of Fairy Melody. Continuing okay, around the track, it's Barrister's Biscuit. Gambling Guide in second position. Heads up and down with Antarctic Ambassador, just in front of Fairy Melody. Barrister's Biscuit once again in the front spot. Gambling Guide in second place, okay, pushing hard in front of Antarctic Ambassador. Fairy Melody. Race comes up to the close. Nein! Verdammt! Nein! Zweiter! Schade! Ach, schade, meine Wette verloren. Knapp! Ganz, ganz knapp, was? Aber der andere war schneller. Es war einfach so. Ach, naja, zweiter Platz ist auch nett, aber Mist, Mist, Mist. Okay, ich muss meinen Fohlen nochmal füttern.
Das müsste ja jetzt wieder möglich sein. Yep. Ja, also ich bin ganz glücklich, dass ich hier am Ende doch noch ein Stufe 3 Fohlen, sogar ein Stutfohlen, was ich ganz gut finde, weil noch einen dritten Hengst hätte ich jetzt nicht gebraucht, gezüchtet bekommen habe. Und ja, auch von der Farbe gefällt sie mir wirklich ganz gut. Es ist jetzt nicht übermäßig mega das Besondere, aber ich glaube, damit kann man arbeiten. Und genau, ich werde sie jetzt einfach weiter füttern. Und dann gucken wir uns im nächsten Video an, wie die kleine süße Enigma Elephant dann als ausgewachsene Stute aussieht. Bis dann, eure Leia!